Und Hallihallöchen zurück zu Titan Quest. Jetzt gehen wir erstmal in die Höhle hier rein. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Und machen hier erstmal die Neandertalerblatt. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Beim Geknüppel der Gegner. Ihr wisst, hier ist irgendwas. Ich habe ein Gefühl, aber... ich weiß noch nicht was. Keine Ahnung. Da liegen mir nämlich ziemlich viele Sachen rum. Könnte ich einfach sein, dass die jetzt hier sich aufgebaut haben, aber irgendwie habe ich das so ein Gefühl, dass hier irgendwas ist. Ich meine damit nicht, dass ich hier irgendwas Gutes finde, sondern irgendwie so... haben die da Matten liegen, wo drauf die schlafen? Ja, die haben sich ja voll gut. Das haben die nämlich die draußen zum Beispiel überhaupt nichts. Ach ja. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Läuft alles, Schule läuft und so, ne? Dürfte jetzt bei allen, glaube ich, wieder angefangen haben. Müsste zumindest rein theoretisch. Aber, naja. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie das so bei euch jetzt lief, bis jetzt erstmal jemand laufen. Wie es bei euch so lief, jetzt die ersten Schultage. Ob irgendwas Neues passiert ist. Wie seid ihr mit eurem Stundenplan zu... Mit eurem Stundenplan zufrieden? Irgendwelche Scheißstunden bekommen oder so? Die man hätte ruhig anders machen können? Okay, das ist genau gleich. War nicht schlecht. Na gut, ich weiß, was ihr meint, wenn ich jetzt sage, hier was anderes mache. Ich meinte, habt jetzt zum Beispiel, was weiß ich, an einem Tag nur 4 Stunden und dafür an einem anderen Tag Nachmittagsunterricht. Man hätte das vielleicht so legen können, dass man es einfach immer 6 Schulstunden hat am Tag oder sowas. Halt so gleichmäßiger und nicht einen Tag mal ewig lang und dann den anderen mega kurz oder so. Sowas. Und vor allem seid ihr mit euren Lehrern zufrieden? Das würde mich mal interessieren, weil ich hatte jetzt in meinen letzten Jahren nicht wirklich einen Lehrer, den ich nicht mochte. Hatte ich echt Glück. Aber das gab schon im Laufe meiner Schullaufbahn. Oh Gott, da gab es Lehrer. Ja, doch. Also, was man sagen kann, ich habe bei meiner Englischlehrerin in der 9. Klasse, hat meine komplette Klasse, die hat den kompletten Respekt vor uns verloren. Von uns. Also, wir haben sie nicht respektieren können, nicht irgendwie als Respektsperson oder sowas. Das ging nicht. Wir haben sogar während der im Unterricht einfach mal Reisen nach Jerusalem gespielt. Und da ist es nicht mal aufgefallen, dass sie die Plätze getauscht haben. Die hat dann wirklich, was weiß ich, einen Klassenkamerad mit meinem Namen angesprochen. Das ist einfach lächerlich. Das darf nicht. Aber auch solche Lehrer gibt's halt leider. Aber auch solche Lehrer, ja. Leider. Das ist halt echt ekelhaft. Naja, was wir machen. Auch sowas gibt's. Scheiß Mücke, geh weg. Das Orkantal. 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 Nee, Orkan wird auch ohne H geschrieben. Hm. Oh, das ist mir gefallen. Anhänger. So. Ich muss kurz einen Schnitt machen, Leute. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder zurück. Tut mir leid für die kleine Unterbrechung. Aber gut, was heißt für euch? Jetzt einfach nur so ein kleiner Cut. Und wir machen jetzt hier erstmal weiter. Da, da, da. Da, da, da. Oh, jetzt sind wir die, das sind die Dschungelraptoren da. Die auch nicht wirklich viel aussehen. Könntest du jetzt mal vielleicht... Hallo? Eben hat er nicht mehr reagiert, als ich da hingeklickt habe. Oh. Alter Vater. Die machen schon ziemlich viel Schaden mit ihrem Sprungkick da. Das ist ziemlich nervig. Aber solange ich den überlebe, ist alles gut.
Hier, das ist eine kleine Höhle. Mal schauen. Nichts Gutes. Und die Höhle machen wir jetzt noch. Erstmal. Bevor es weitergeht. So. Da, da, da. Auf jeden Fall ein Ring. Ich geh's ziehen. Wappenring der Leistung. Zack, spätestens Donners. Aha, Wappenring der Stärke, ja, okay. Nur 16. Okay, großer Raum. Immer erstmal am Rand bleiben. Diese Randbevölkerung hier erstmal vernichten. Ich glaube zwar nicht, dass hier viel ist. Weil, außer vielleicht so ein größerer Neandertaler oder sowas. So, ja, komm jetzt her, komm. Zack. Zack, zack. Erstmal ein bisschen im Dreieck laufen. Bin mal gespannt, weil ich habe immer noch einen ziemlich schlechten Helm an dafür, dass es hier so. Dafür, dass es schon so weit geht. Ich habe auch, glaube ich, den Helm aus Amerika, ja, aus Griechenland an. Ja, korinthischer Helm ist aus Griechenland. Ja, gut, ne? Dann halt. Mit dem Griechenland-Helm bis zum Ende. Aber da fällt mir auch auf, dass ich eigentlich kaum blaue Helme bekomme, bis auf diesen Orakelkranz in Griechenland. So ein blauer Helm wäre jetzt mal wieder ganz gut. Raptorzahn nehme ich mit. Knochenauf natürlich auch. So unten, nein, das ist nichts Gutes, auf nur was Weißes. Äußere Mongolei. Alles klar. Waren wir schon beim Brunnen? So. Und weiter geht's. Oh, es sind schnatternde Pengs. Erst gibt's Eispengs, dann gibt's schnatternde Pengs, also so Entenpengs, prinzipiell. Schnattern. Ich glaube, ich sagte schnatternde Pengs. Es kommt noch irgendwann. Mohunde Pengs? Oder Schießpengs? Schusspengs. Genau, Schusspengs gibt's da noch. Die gibt's bestimmt. Mongolische Hochebene, das war also schon die äußere Mongolei. Alles klar. Das ist eben im Saarland. Wenn du da durchfährst, bist du schnell wieder draußen. Machst du, wir sind wieder weg. Oh, jetzt kommen die Tigermenschen. Oh, ein Streuner. Du Streuner, du. Warte doch, ist noch sowas. Oh, da geht's nicht weiter. Oh, habt ihr's gesehen? Seht das? Oben an der Barrikadenrand. Da hört die Spielwelt auf. Und zwar so richtig auf. Das nur so ein bisschen. Oh, ich muss einen von euch beiden umbringen, und zwar ganz schnell. Oh, ich muss weg hier. Geh drauf. Bei Hausmantel, alles klar. Oh, ist jetzt so eine böse Musik? Alter, sieht der cool aus. Warum ist jetzt so eine... Okay, das ist wieder diese... Die sieht cool aus, die Rüstung. Naja. Was soll's? Weiter geht's.
finde die Lager von den Tigermenschen irgendwie immer voll cool. Ich mag Tiger allgemein, deswegen tut mir das auch immer weh, wenn ich die hauen muss. Aber wenn sie anfangen... Tja, wenn sie anfangen, haben sie es halt aber auch nicht anders verdient. Aber mir fällt gerade was auf, ich könnte mal meinen Begleiter wiederholen. So. Oh. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Hör auf. Aua. Ich will jetzt nicht sterben, weil das, der Brunnen ist so weit weg. Sterben ist nur... Das einzige Nervige am Sterben ist nur, dass man die ganze Zeit den Weg wieder zurücklaufen muss. Das ist halt immer so scheiße nervig dann. Frostschrein. Oh, okay, ein paar Untote. Oh, Spektralmaterial nehme ich natürlich gerne mit. Oh, mal wieder ein paar Untote. Vergoldeter Tote. Finde ich mir so geil, wieso vergoldet man Tote? Wieso vergoldet man Tote? Naja, muss man jetzt nicht verstehen. Dann haben wir wieder die Tiger. Erstmal hier unten das Lager, würde ich sagen. Erstmal das Lager. Ein Glück habe ich dort den Frostschrein, dadurch ist er nicht so langsam. Oh, Geld. Warum hatte der Bogenschütze Geld dabei? Also so viel vor allem. Da ist wieder mein Nachbar mit seinem richtigen Moped. Ja, okay, ich glaube, jetzt ist mir die Flagge einfach mal Wurst. Muss ich gerade verarschen, ist einfach nur hergefahren, um jetzt wieder wegzufahren. Oh Gott, der mit seinem scheiß Moped, der geht mir so auf die Eier. Ich habe nichts gegen meine Nachbarn, aber der Moped-Fahrer von dem. Ich bin so mit aufgesagt mit seinem Moped, weil das ist direkt vor meinem Zimmer. Wirklich Press. Und das ist richtig nervig, vor allem wenn er abends irgendwann um 2 Uhr heimkommt oder so. Und man dann eigentlich schon mal im Bett liegt und schläft, weil man eigentlich am nächsten Tag hätte arbeiten müssen. Oder was heißt hätte arbeiten müssen? Man muss dann trotzdem noch arbeiten gehen. Okay, holst du deine Flagge? Ja, tust du. Oh, da holt er eine zweite Flagge der Anna. Ach ja, gut. Naja, die Flaggen immer. Immer diese Flaggenträger. Ist wieder so einer. Mantel des Zauberers heißt das Ding normalerweise. Alles klar. Entschuldigung, da hat es mir aufgestoßen. Und für manche, die es vielleicht noch hören, ich bin noch ein bisschen erkältet. Aber das ist jetzt auch egal, nachdem ich das jetzt durch die 6. Folge oder im Abstück aufgenommen habe, glaube ich. Ich glaube, das ist jetzt die 6. Hackschwert des Eises. Das nehme ich aber auch nur mit, weil es grün ist und ich das gut verkaufen kann. Nichts anderes mache ich mit dem Scheißteam. Okay, da unten ist ein neues Gebiet. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ach Gott, nicht ihr schon wieder. Nicht jetzt schon. Oh Gott. Wo muss ich denn hin, damit ich ein neues Gebiet, mein altes Gebiet darf? Darum. Okay, jetzt verfolgen mich nicht mehr ganz so viele. So. Machen wir erstmal hier die Raptoren. Die habe ich mich anscheinend gerade einfach nur übersehen. Ach du Scheiße, ja gut.
die Teile, die sind halt schon richtig ekelhaft. Aber später kommen noch Gegner. Oh Gott. Ich hasse die Viecher. So nervig. Die mich einfach so schnell kaputt machen, dass ich kaum gucken kann. Ich habe einfach keine Ahnung, wo ich jetzt hier eigentlich lang müsste. Also, wo ich endgültig weiter muss dann. Das ist ein Raptor gewesen. Ach ja. Das war jetzt gerade schon ziemlich knapp. Was ich mal machen könnte, ist den hier widerrufen. Kommt mal her, Raptor. Oh, ganz viel Geld und Tränke. Ich glaube nur Geld und Tränke. Ja, Tatsache, nur Geld und Tränke. Ich weiß nicht, geht's hier wohl? Ist sie? Also ist eine Totenkammer. Oder auch nicht. Nur eine Höhle. Mit ein paar Neandertaler. Ach ja, Knochenhaufen. Rattenmenschen haben wir auch schon ewig nicht mehr gehabt. Ach gut, ich weiß auch warum. Also scheiße es ja. Die können einfach gar nichts. Hopp, fall die Klippe runter, bitte. Oh, da fällt nicht runter. Da war noch ein kleiner Vorsprung, der hat ihn gerettet. Warum? Warum? Ich wollte doch nur, dass er da runterfällt. So. Da. Ich glaube, dann ist die Höhle jetzt auch schon wieder vorbei. Ach ne, da links ging es noch weiter. Lass mich weiter. Da gab es zwei Wege. Gut zu wissen. Noch mehr Rattenmenschen. Wow, was eine Abwechslung. Naja, gut. Dann haben wir den Raum auch erledigt. Haben wir doch, ja, haben wir. So Leute, und damit erstmal auch für die Folge vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.